Ja, seid gegrüßt auf dem Pundwerk-Kanal. Heute mal wieder eine kleine Produktvorstellung, und zwar die Einhell GESP 750 LL Tauchpumpe. Ganz wichtig, nochmal zur Erinnerung, es gibt jetzt hier auf dem Kanal kein Product Placement, keine bezahlte Werbung. Das heißt, die Informationen, die ihr hier bekommt, sind die Erfahrungen völlig unabhängig von irgendwelchen Geldzahlungen, die es nicht gibt. Bei anderen Kanälen habt ihr teilweise Werbung und da müsst ihr drauf gucken, sind es jetzt wirklich Informationen, die Werbebeiträge sind, oder sind es echte Infos. Aber das nur am Rande. Also, wir sind beim Thema geplanter Umbau im Frühjahr, und wie ihr vielleicht aus einem anderen Video schon gesehen habt, zieht es einiges nach sich. Man braucht einige Teile, einiges Zubehör, und eine weitere Anschaffung, die mir ins Haus geflattert ist, ist diese Tauchpumpe. Diese Tauchpumpe von Einhell ist jetzt eher ein preiswertes Produkt. Die kostet normalerweise 69,99. Dann gab es irgendwie noch einen 10 Euro Rabattgutschein. Dann waren es noch 59,99. Das ist für so eine Pumpe, die nominal 15.000 Liter pro Stunde macht, ein recht günstiger Preis. Also da können wir jetzt keine besondere Qualität erwarten. Ich habe mich jetzt mal in dem Fall für ein recht preiswertes Produkt entschieden, weil ich diese Pumpe eigentlich so gut wie nie brauche und die nur rumsteht, und da wollte ich jetzt nicht mehrere hundert Euro ausgeben für so einen Ausnahmefall. Ansonsten, wer es ein bisschen verfolgt hat, tendiere ich schon eher als zu Qualitätsprodukten, weil da einfach die Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit besser ist. Hier habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht. So, jetzt möchte ich euch einfach ein paar Kenndaten zu der Pumpe näher bringen und sozusagen auch die Beweggründe, wieso dass ich jetzt diese Pumpe gekauft habe, und natürlich die Vor- und Nachteile aufzeigen, weil wie immer, es gibt natürlich nicht nur Vorteile, es gibt sicherlich auch Nachteile. Gut, fangen wir mal an. Und zwar, ich versuche mal da näher dran zu gehen. Das sind ein paar technische Daten schon aufgedruckt. Schauen wir mal, ob wir die einfangen können. So, genau. Also, ihr seht hier die Bezeichnung, die hatte ich schon gesagt. Dann sehen wir 750 Watt, maximal 15.000 Liter. Und bei H-Max, bei einer maximalen Höhe von 10 Metern. Das ist soweit okay. Also ich will natürlich, ich will natürlich den Teich dann, wenn es soweit ist, schnell leer pumpen. Das ist nicht die einzige Pumpe. Ich habe schon eine 20.000 Liter Pumpe, und das ist die Ergänzungspumpe. Die Ergänzungspumpe A für die Menge, aber B noch für was ganz anderes. Und zwar, was diese Pumpe auszeichnet, also was das Kaufargument jetzt für mich war, ist die Ansaugung von 2 mm. Also das heißt, ihr habt noch eine Rest, ihr habt am Ende, wenn jetzt die Pumpe Richtung Ende pumpt, pumpt die so weit, dass noch 2 mm Wasser im Teich stehen. Manche hören da bei 30 mm, also bei 3 cm, 2 cm auf. Die pumpt runter bis 2 mm angeblich. Ja. Ob es dann so ist, werde ich sehen, wenn ich sie einsetze. Das muss man sehen. Aber das war für mich jetzt eigentlich so das Argument, diese Pumpe zu kaufen. Die kommt jetzt so, wie sie da ist. Das heißt, man muss jetzt hier ist das ganze Kabel. Das werden 10 Meter sein. Das muss man jetzt hier, das ist der Deckel hier drauf. Das Kabel muss man jetzt hier durchführen. Und dann kann man das Teil hier anpressen. Das kommt jetzt hier so beigelegt. Das ist so der Haltegriff. Was negativ auffällt, das sage ich euch auch gleich und gerne, ist das Aroma. Und zwar dieses Kabel hier.
da ist leider, wie das gerne gemacht wird bei günstigen Produkten, ein günstiger Kunststoff verwendet, der ausdünstet, der stinkt. Und das wusste ich aber schon, das stand schon in diversen Beschreibungen im Internet. Also die Pumpe habe ich jetzt gleich ausgepackt vor ein paar Tagen und erst einmal in die Garage gestellt zum Ausdünsten. Sie riecht immer noch ein bisschen, aber bis sie dann zum Einsatz kommt in mehreren Wochen, denke ich mal, dass es in Ordnung ist. Also zur Aufbewahrung im Wohnraum nicht geeignet und ich würde mir auch, wenn man dieses Kabel hier angefasst hat, sicherheitshalber die Hände waschen. Weil einfach diese günstigen Kunststoffe, die so stinken, immer so ein bisschen verdächtig sind. Man weiß nicht, inwiefern die jetzt schädlich sind oder auch nicht, aber es macht keinen guten Eindruck. Also das führt definitiv zur Abwertung. Und wenn das Produkt jetzt teuer wäre, dann wäre das ein totales No-Go. Für manche ist es sicherlich auch so ein No-Go. Ich möchte die Produkte eigentlich auch nicht. Aber für 60 Euro bis 2 mm absaugend ist einfach ein Argument, wo ich dann sage, ich brauche die Pumpe wahrscheinlich nur einmal, vielleicht irgendwann nach Jahren mal wieder. Da drücke ich jetzt ausnahmsweise mal ein Auge zu. Ansonsten kaufe ich solche Produkte, die ausdünsten, definitiv nicht oder schicke sie wieder zurück. So, jetzt gehen wir mal noch kurz auf den Karton. Dann seht ihr auch, was ich euch erzählt habe mit der Absaugung. So, das ist die Umverpackung. Und ich zoome da auch ein Stück dran. So, und was mir jetzt geht, ist hier oben diese 2 mm, die noch stehen bleiben sollen, angeblich, wenn man eben einen Behälter oder in dem Fall den Teich leer saugt. Und danach wird ja bei mir jetzt die Folie aufgeschnitten. Und da möchte ich natürlich jetzt nicht, dass da wahnsinnig viel da noch drin steht und ins Erdreich versickern muss. Und deshalb waren mir jetzt diese 2 mm hier wichtig und das war eigentlich das entscheidende Verkaufsargument. Es gibt sicherlich noch andere Pumpen, die auch sehr weit runtersaugen. Allerdings jetzt im Low-Cost-Segment habe ich da wenig gefunden. Da war das eben mein Favorit. Im höheren Preissegment findet er da sicherlich dann die eine oder andere. Aber man muss da gezielt danach suchen. Viele Pumpen sind dafür nicht ausgelegt. Genau. Wie sie sich dann geschlagen hat im realen Teicheinsatz, werden wir sehen. Ja, in einem Monat schätze ich mal, so über den Daumen. Wenn irgendwas auffällig war, wenn sie besonders gut, besonders schlecht war, mache ich unter Umständen da nochmal ein Video drüber. Wenn er nichts mehr hört, hat sie einfach ihren Dienst getan. Falls Fragen zu dem Produkt auftauchen, einfach in die Kommentarzeile kurz nachfragen. Ich antworte da auch recht schnell. Das soll es gewesen sein für heute. Macht einfach einen Daumen hoch, ein kostenloses Abo, damit ihr informiert bleibt. Bis demnächst. Tschüss.